herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Crop FM. Mein heutiger Telefongast ist Oliver Gerschitz und es geht um das Philadelphia-Experiment. Chat haben sich schon einige Freunde der Wahrheit, wie sie sich nennen, eingefunden. Wer sich auch an dieser Sendung beteiligen möchte, von der Website aus verlinkt der Cropcom cropfm.nur.at und dann auf Cropcom klicken. Sehe diesen Chat hier ein und gebe die Fragen und Kommentare gern an den Studiogast, an den Telefongast in dem Fall weiter. Falls man uns mailen möchte, sehr gerne. Der Link findet sich auf der Startseite cropfm.nur.at oder einfach an cropfm@nur.at. Wir freuen uns immer. In letzter Zeit kommen natürlich sehr viele Newsbeiträge, aber auch immer wieder interessante Kommentare zu Sendungen etc. Einen Newsletter gibt's auch, wird ausgeschickt alle 2 Wochen und dient als kleine Erinnerung zur Sendung. Die Links dazu, um sich anzumelden, finden sich ebenfalls auf der Startseite. Grippezeit, Verblödungszeit, Verblödungsimpfung für alle. So ein Artikel auf verbraucherschutz.de. Vorhergesagt wurde nun, dass ein neues Vogelgrippevirus vom Typ H5N8, welches von Menschen zu Menschen springt und diesen tötet, in einem südostasiatischen Land von der WHO festgestellt werden wird. Worauf die WHO die globale Influenza-Pandemie ausgerufen und die Pandemiepläne aktivieren wird. Finde ich interessant, dass man also auf die Vorhersage, dass jemand sowas feststellt. Ja. Mit allerlei Medienspuk sind 3 Wellen geplant, der schließlich zu der Vorbereitung bereits gesetzlich verankerter Pflichtimpfung führen wird. Das Tamiflu hat dabei die Wirkung, ein lebensnotwendiges Enzym des Körpers namens Sialidase zu hemmen. Wird dieses Enzym mit Tamiflu gehemmt, wird unter anderem das Blut dicker und der Sauerstofftransport unterbunden. Was das Ergebnis ist, kann man sich leicht vorstellen. Yeah, in the Event of Contact heißt ein Journal Entry von Whitley Strieber. Brazilian UFO researcher Jan van Allem is suggesting that contact could take place between November 16, 2006 and April 30, 2007. He's well known in the field in Brazil, which also has extensive UFO and contact activity and a very capable UFO community. He has said that it will initially consist of large-scale and undeniable UFO sightings in many world cities and limited contact with individuals. Frankly, I'd be floored if this actually happened, but I do think that conditions under which contact might
be an option are, in fact, present. And that hasn't been true until recently. Ja, sehr spannend. Der nächste News-Eintrag, die Menschheit ist nicht bereit, erschienen auf Österreich 24 einer neuen News-Website. Dort schreibt man, sollte es zu einem Kontakt mit Außerirdischen kommen, in welcher Form auch immer, die Menschheit wäre darauf nicht vorbereitet, so Experten. Abgesehen vom Hauptstreitpunkt, ob Leben oder gar Intelligenz abseits unseres Planeten existieren, gibt es diesbezüglich deutlich mehr offene Fragen als Antworten, erklärt Michaud bei einem vom European Space Policy Institute, interessant, wusste nicht, dass es das gibt, in Wien organisierten Vortrag am Donnerstag. Also einerseits sind die Bedingungen so gut wie nie zuvor, andererseits glauben sehr viele, wir wären noch nicht bereit. Wir werden es einfach abwarten. Ja, und einer in Österreich nicht unbekannter Politiker hat letztens erklärt, nämlich Edward Stadler, dass die EU das wichtigste Instrument der freimaurischen Politik sei, ihr Motor und Wirkhebel. Die Symbolik der EU sei vom Blau der Flagge bis zu den 12 Sternen eindeutig freimaurisch. Die Geschichte von den 12 Sternen der Muttergottes sei ein frommes Märchen. Und dann geht's dann noch weiter auf diesem Artikel auf kreuz.net erschienen, auch eine sehr interessante Website. Die Aussagen des Herrn, der natürlich politisch ziemlich am rechten Rand eigentlich sich bewegt, sind aber dennoch durchaus spannend. Also er spricht da schon Dinge an, die, also wo es ganz einfach um Machtstrukturen geht und um Vereinbarungen, die hinter den Kulissen getroffen werden. Und ja, auf jeden Fall spannend, sich das mal durchzulesen, was der Herr so über die Verstrickungen zu sagen hat, und auch spannend, aus welchem Teil des politischen Spektrums das kommt. Die Katastrophe des stillen Sterbens spielt sich dabei im Irak ab. Was vielen nicht bekannt ist, ist nämlich die Tatsache, dass die USA und ihre Alliierten den Irak mit sogenannten Uranwaffen angegriffen haben. An den Folgen dieses Einsatzes mit Uranmunition sterben seitdem täglich Menschen und es sind inzwischen weltweit Zehntausende. Das heißt, die Alliierten haben im Irak mit diesen Urangeschossen eine Waffe eingesetzt, die sich mehr und mehr als Massenvernichtungswaffe herausstellt. Und das war eigentlich ursprünglich der Grund, warum sie dort einmarschiert sind, zumindest angeblich. Man hat sie nicht gefunden, aber dennoch, jetzt sind sie dort und töten täglich dort Menschen. Ein ziemlich erschütternder Artikel, muss ich sagen. Ja, und was Tesla schon vor 100 Jahren angedacht hatte, wird jetzt vielleicht Wirklichkeit. US researchers have outlined a relatively simple system that could deliver power to devices such as laptop computers or MP3 players without wires. The concept exploits century-old physics. Jawohl, das stimmt, denn Nikola Tesla sprach schon vor ungefähr 100 Jahren davon, hat auch experimentiert. So, also the concept exploits century-old physics and could work over distances of many meters, the researchers said. Stimmt nicht. Tesla zumindest hat behauptet, dass das auch über viele, viel weitere Distanzen funktioniert. Wie es dann mit der Gesundheitsschädigung ausschaut, ist eine andere Frage. Aber ja, sowieso hinterfragenswürdig, ob man so eine Technologie jetzt wirklich einsetzen sollte. Vielleicht einer der Ideen von Tesla, die vielleicht gar nicht so eine gute Idee waren. Aber um Tesla geht es ja auch jetzt dann bei unserem nachfolgenden, ich glaube, sehr spannenden Interview, das wir jetzt dann führen werden mit Oliver Gerschitz und dem Philadelphia-Experiment. Away news.
physical power. Wipe them off the face of us. Use handy news. Build in USA. That's okay. Frage, die man sich immer wieder stellt, wenn man von den Besuchern spricht, also wenn man jetzt das UFO-Phänomen, das natürlich eigentlich ohne Frage existiert, dahingehend interpretieren möchte, dass das Besucher sind, dann ist die große Frage, sind sie uns gut gesonnen oder nicht? Und ein Argument dafür, dass sie uns gut gesonnen sind, ist immer wieder, naja, dann hätten sie uns schon längst ausgelöscht. Eine andere Theorie ist, dass vielleicht mehrere Gruppen da draußen sind und so eine Art Balance of Power. Und über das werden wir unter anderem heute auch sprechen. Hallo Oliver. Hallo Tarek. Hallo. Freut mich, dass du dir heute Zeit genommen hast und dieses Interview mit mir führen möchtest. Ich habe dein Buch durchgelesen, Verschlusssache Philadelphia Experiment, und sehr spannendes Buch. Das letzte Drittel äußerst spannend bis wahnwitzig, sage ich jetzt einmal. Ja. Und ja, also man kann es kaum weglegen. Also wenn man es einmal dann angefangen hat und sich ein bisschen für diese Dinge interessiert, muss man es zu Ende lesen. Es ist einer jener Bücher. Das Buch musste ich auch schreiben. Ich bin ja kein Autor, der jedes Jahr irgendwie 2-3 Bücher schreibt, sondern ich musste es schreiben, weil ich immer wieder gefragt wurde von Leuten, ja, wo steht das, wo kann man das nachlesen? Und ich habe gesagt, eigentlich so nirgendwo. Und deswegen wurde ich irgendwo auch gezwungen, das Buch zu schreiben. Ja, aber wie kamst du überhaupt in Situationen, wo du von solchen Dingen berichtest? Es ist so, ich bin ja seit 11 Jahren fast der Sprecher für das Treff für Grenzwissen in Regen in Bayern. Und mittlerweile das größte Treff diesbezüglich auch in Deutschland. Und man kommt halt, ohne dass man es irgendwie verhindern kann, mit Leuten in Verbindung, die auch mehr wissen. Beziehungsweise man bekommt selber dann Informationen zugespielt, auch aus anderen Ländern. Das Gesetz der Resonanz, und so kamen halt diese Dinge auf mich zu. Mhm. Und wie kamst du jetzt eigentlich auf die Idee, den Regentreff, der ist ja, heißt ja Regentreff, diese Veranstaltung? Es ist in der Stadt Regen, deswegen. In der Stadt Regen, und also es regnet halt immer. Und wie kamst du eigentlich auf die Idee, sowas zu organisieren? Es war ja nicht nur meine Person, sondern es waren auch andere Freunde, die gesagt haben, Mensch, da gibt es ja was in München, so ein Treff, damals noch UFO-Interessenten-Treff. Und sind wir dann hingefahren, haben wir uns das angesehen und haben gesagt, Mensch, sowas können wir ja bei uns auch machen. In München waren damals ungefähr 20 Personen. Wir haben mittlerweile zwischen 150 und 200 Leute jedes Monat da, aus ganz Bayern, teilweise auch Österreich, Schweiz. Und so hat sich das dann von selbst entwickelt. Also einem kleinen Treff mit 13, 14 Leuten bis jetzt, ja, Durchschnitt 150 bis 200 Leute. Ja, und in Österreich bzw. in Graz wird es demnächst, oder in Graz-Umgebung wird es demnächst auch sowas geben, und auf das werden wir vielleicht am Ende der Sendung nochmal eingehen. Ja,
Denn du, also für alle, die von deinem Vortrag heute Abend hier endlich fasziniert und vielleicht auch irritiert sein werden wie ich, die können sich dich dann live geben. Ja, richtig. Also es wird jetzt bald ein neues Treff für Grenzwissen geben, und zwar in der Nähe von Graz in Lasnitzhöhe. Das ist beim Gasthof Hochschmied, Schemmelhöhe 12. Und das erste Treff wird sein am 13. Jänner. Und ich habe mich spontan bereit erklärt, beim ersten Treff als Vortragender da zu sein. Also du trägst die Fackel weiter sozusagen. Ja, weil ich finde, es gehört einfach unterstützt, wenn jemand, in diesem Fall ist es die Frau Simon, sich bereit erklärt, sowas zu organisieren. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich weiß, wie schwierig es vor allem am Anfang ist. Und die Frau Simon war bei unserem vierten Kongress für Grenzwissen jetzt im Oktober in Regen und hat gesagt, Mensch, sie möchte sowas machen. Dann habe ich gesagt, du hast meine volle Unterstützung und jetzt geht das Ganze seinen Weg. Ja, wunderbar. Und vor allem in Graz, das ist total toll, weil da werden sie vielleicht interessante Synergien ergeben auch. Ja, also ich habe ja schon gehört, dass in Graz sich einiges tut, was gerade Grenzwissen und derlei Dinge anbietet. Ja, ne? Zum Beispiel diese Sendung. Ne? Ja. Na, aber also in Graz gibt es wirklich sehr viele interessante Leute. Also mir fallen jetzt spontan Nicola Wolgemuth ein zum Beispiel. Mhm. Oder auch, Helmut Lammer zum Beispiel, der sich zwar inzwischen nicht mehr mit diesen grenzwissenschaftlichen Dingen beschäftigt, aber doch auch in der Wissenschaft an die Grenzen geht und so weiter. Also übrigens auch vor Jahren schon ein Vortragender beim Regentreff gewesen. Ja, ich weiß. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen. Inzwischen hat er sich aber der Suche nach Extraterrestren auf andere Weise verschrieben und tut dies mit sehr großem Erfolg. Also er ist da bei Projekten dabei, die nach extrasolaren Planeten und deren möglichen Bewohnern suchen im Rahmen von ESA-Projekten natürlich. Ja. Wird auch übrigens Anfang nächsten Jahres wieder mal bei mir zu Gast sein. Mhm. Gut, das heißt, jetzt warte mal, wie bist du eigentlich du jetzt auf diese Themen gekommen? Ich glaube, das hast du jetzt noch nicht so ganz. Ich meine, was war eigentlich der Knackpunkt bei dir? Ja, es ist eigentlich so gewesen, dass ich mich schon vor vielen Jahren begonnen habe, passiv dafür zu interessieren, also viel gelesen habe. Und es sind dann Dinge passiert in meinem Leben, dass von außen her Leute auf mich zugekommen sind, immer wieder um dasselbe Thema sich drehend, die mich dann fast schon in diese aktive Rolle hineingerissen haben. Ja. Und ich habe dann also sehr, sehr früh, das war also bei dem ersten Treffen in München, als wir dort mal vorstellig wurden, hatte ich schon die ersten Informationen gekriegt, Dokumente zu einem UFO-Absturzfall in Südafrika. Und dieses UFO-Absturzfall, dieser Lesotho-Vorgang, war letztendlich auch sehr wichtig für die weiteren Informationen, die ich dann später bekam und die da auch zu diesem Philadelphia-Buch führten. Okay, das heißt, du bist irgendwie reingeschlittert. Ja. Es ist eigentlich das Gesetz der Resonanz. Ne? Man zieht es irgendwie an oder es kommen Leute auf einen zu. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich bestimmte Leute wieder in mein Leben ziehe, mit denen ich vielleicht auch schon im letzten Leben zu tun hatte. Also es sind sehr seltsame Dinge auch passiert. Und in diesem Regentreff behandelt, also du hast also auch da irgendwie eine Affinität, kommt mir vor, zu den Dingen, und auch die Art, wie du dieses Buch schreibst, hat mich irgendwie hellhörig gemacht. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und diese Treffen, die er da veranstaltet, die sich jetzt auch in Graz fortführen werden, wo es, glaube ich, wirklich ein paar interessante Gäste auch von Crop FM geben wird. Ich meine jetzt eben Nikola Wolgemuth oder Elke Watzlawiczek, jetzt von der schamanistischen Seite eher. Und aber was für ein Spektrum an Themen behandelt ihr denn da? Also es geht sowohl um alternative Medizin, um UFOs, um verbotene Archäologie, um alle möglichen Dinge, die einfach uns vorenthalten werden auch, ja. Um Geheimgesellschaften, Andreas von Rethi war schon oft Gast bei uns, um verbotene Dinge, zum Beispiel, die in Ägypten passieren oder passiert sind, um Zeitreisen, mein Philadelphia-Experiment, das ist ja eigentlich das Thema dazu. Also alles, was praktisch in den Bereich Grenzwissen fällt, in den Bereich fällt von Dingen, die von der breiten Öffentlichkeit nicht so beachtet werden oder nicht so gefördert werden. Okay.
Ja, durchaus eine ähnliche Zielrichtung wie diese Sendung, würde ich sagen. Ja, genau. Gut, wir haben nur noch keinen eigenen Radiosender, müssen wir mal schauen. Ja. dann fangen wir doch mal an. Gehen wir zurück einmal jetzt in das Jahr 1923 oder vielleicht ein bisschen davor. Mhm. Denn da, so sagst du, ist etwas in Bewegung geraten, das dann ja, also unglaublichste Dimensionen annahm. Ja. Was passierte da? Ja, man muss wissen, das Philadelphia-Experiment hatte ja eigentlich den Beginn, oder das war eigentlich nur die Vorführung eines Experiments oder eines Vorgangs, der 1923 in Deutschland passierte, wie gesagt in Bayern. Und zwar war das die Folge wiederum von bestimmten Geheimgesellschaften, die sich schon kurz vorher gebildet hatten und die versuchten, mit Hilfe von medialen Damen Verbindung aufzunehmen mit höheren Dimensionen. Und aufgrund einer solchen Verbindung, aufgrund von medialen Übermittlungen, wurde eine Maschine nach Bauplänen, nach übermittelten Bauplänen gebaut, die dann letztendlich dazu führten, dass ein Raumzeitriss entstand. Nur ein kleiner, aber er entstand. Vielleicht kann man das jetzt noch ein bisschen, also wer in Deutschland hat damals diese Forschung betrieben? Es war die sogenannte Frill-Gesellschaft, das ist eigentlich nicht so bekannt. Leute, die sich schon mal mit den Werken von Jan van Helsing beschäftigt haben, die werden wahrscheinlich schon wissen, worum es geht. Die Frill-Gesellschaft ist entstanden aus einer anderen Geheimgesellschaft, die sich die Herren vom Schwarzen Stein nennt. Eine Geheimgesellschaft, die wiederum auf die Templer, auf den Templern basierte und die bereits 770 Jahre alt ist. Okay. Diese Frill-Gesellschaft hat eben dann mit diesen medialen Damen über mediale Übermittlungen diesen Bauplan bekommen für diese Maschine, die man Jenseitsflugmaschine genannt hat. So quasi das UFO. Und aufgrund dieses Baus oder diese Inbetriebnahme der Jenseitsflugmaschine wurde ein kleiner Raumzeitriss hergestellt, durch den Außerirdische zu uns kamen. Okay, wie hat denn die Maschine ausgesehen? Das habe ich nämlich sehr spannend gefunden. Also es waren gegensätzlich laufende elektromagnetische Scheiben, ja. Also sehr der genaue groß, Bauplan, also. Der liegt mir auch nicht vor. Es gibt noch eine Zeichnung, die habe ich auch im Buch angegeben. Es sind gegenseitig rotierende Scheiben gewesen, die letztendlich dazu führten, dass diese Raumzeitriss entstand. Was aber auch sehr wichtig war, vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen, war, dass es zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt hat passieren müssen. Ja, auf das werden wir auf jeden Fall eingehen. Aber ja, das waren riesige metallische Scheiben, die dann magnetisiert wurden oder durch die dann Ströme fließen? Ist das, ja, also in hohe Drehung versetzt wurden. Ja, gegenläufig und dann tat sich was. Mehr kann man da jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel sagen, denn die Baupläne sind eigentlich verloren gegangen, obwohl du, was ich auch interessant finde, es war in einem alten sumerischen, in einer sumerischen Schrift haben diese, ja, Medien diese Baupläne festgehalten. Genau. Und die gibt's, aber du hast einen Auszug davon, aber den gesamten Bauplan hast du nicht, oder? Nein, das ist verschollen. Man darf froh sein, dass man das noch hat, was man jetzt gefunden hat. Wo hat man das gefunden, dieses Schriftstück? Das da? Es gibt Nachfolgeorganisationen der Frill-Gesellschaft bzw. auch der Herren vom Schwarzen Stein, die noch immer im Untergrund wirken und die immer wieder auch Informationen rausgeben oder rausgegeben haben. Aha. Das ist mit ein Grund. Es ist nur eins nicht bekannt gewesen bisher, dass also das eigentlich eine riesige Falle war. Ja, genau, aber dazu kommen wir noch. Mhm. Jetzt noch einmal, warum haben denn diese, ich meine, Herren vom Schwarzen Stein und die Frill-Gesellschaft dieses Experiment durchgeführt? Ich meine, was war eigentlich jetzt ihr Ziel? Gut, es durch die medialen Durchsagen wussten sie oder wurde ihnen vermittelt, dass diese Außerirdischen, die da Kontakt aufnahmen, angeblich unsere Vorfahren, arische Vorfahren, wurde damals das Ganze beschrieben, unsere Vorfahren seien und man eben Kontakt mit ihnen
aufnehmen könnte, wenn man diese Maschine bauen würde. Und die Leute waren halt einfach, sie waren gebauchpinselt und sie haben eigentlich nur versucht, das umzusetzen. Sie fühlen sich vielleicht auch irgendwie auserwählt und dann wird man halt blind. Dann passt man nicht mehr auf, wird unvorsichtig und dann passieren solche Dinge. Ich finde jetzt, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wo du das sagst, der Film Contact, großartiger Film, es kommt das Signal, zuerst das erste Fernsehbild, das übertragen wurde, wo man Hitler sieht und dann ein Bauplan. Richtig. Mit dessen Hilfe man eine Maschine bauen kann, mit der man Kontakt hat. Also irgendwie so ein Wink mit dem Zaunpfeil vielleicht, aber egal, vielleicht auch nur Zufall. Gut. Ich denke mir, dass bestimmte Gruppierungen auch in den USA wissen, was damals vorgefallen ist. Nein. Oder wissen, was damals vorgefallen sein könnte. Oder? Ja. Ja. Gut. Jetzt Geheimgesellschaft, sie werden also kontaktiert von sogenannten Außerirdischen, die vorgeben, ihre Ahnen zu sein. Man baut die Maschine, man dreht sie an und was passiert dann? Es wird ein Raumzeitriss geschaffen. Ja, weil gibt es Berichte von damals? Ich meine, was haben die dann gemacht? Haben die dann irgendwie experimentiert mit dieser Maschine? Oder? Also die Erscheinungen oder die Umstände sind in etwa dieselben wie später bei den anderen Experimenten, dass plötzlich ein grüner Nebel auftaucht, dass plötzlich es Verschiebungen in Dimension gibt und dann eben entsprechende Gegenstände oder Personen auftauchen aus dieser Verschiebung. Okay. Und gab es dann da irgendwie Kontakte auch mit diesen Erscheinungen? Oder ich meine... Sie standen dann quasi Auge in Auge den Leuten gegenüber und stellten sich vor als unsere Vorfahren vom angeblich vom Planeten Aldebaran, was aber nicht gestimmt hat und hat natürlich jetzt die Möglichkeit gehabt, entsprechende Beeinflussungen auch vor allem in Deutschland zu betreiben, weil man ja Geheimgesellschaften hinter sich hatte oder plötzlich die Führung von bestimmten Geheimgesellschaften übernehmen konnte. Okay, das heißt also, in diesem ersten Versuch sind tatsächlich angeblich so Aldebaraner, sogenannte, physisch auf die Erde gekommen. Richtig. Okay. Weil es musste, um es ein bisschen schon vorwegzunehmen... Ja genau, warum hat man das so umständlich gemacht? Warum ist man dann einfach hergeflogen? Weil eben es da draußen zwei Seiten gibt, diese sogenannten Aldebaraner, die aber keine waren, eigentlich darauf aus sind, unseren Planeten zu übernehmen. Sie suchen eine neue Heimat. Nur, sie können das nur aufgrund unseres freien Willens. Das heißt, sie dürfen jetzt da nicht einfach Invasion starten oder sonst irgendwas Kriegerisches machen, sondern es muss irgendwie versucht werden, dass die Menschen selber von sich aus eine Tür öffnen oder eine Einladung schicken, wenn man so will. Okay, und auf das wäre es dann genau, aber jetzt kommen wir später noch, aber wichtig jetzt ist einfach, dass quasi die Einladung musste von uns kommen. Das ist so wie in manchen Ländern braucht man dann eine Einladung von jemandem, damit man einreisen darf oder so. Und mein Onkel, zum Beispiel nach Österreich kommt, muss eine offizielle Einladung von uns haben. Ja, genau. Aus dem Irak. Genau. Und sonst darf man nicht rein. Und so ähnlich ist es dann halt auch intergalaktisch oder interstellar. Ja gut, weil wenn die jetzt die irgendwas machen gegen den freien Willen der Menschheit oder dieser Menschen, würde die andere Seite sich entsprechend einschalten und das wollen sie nicht. Okay. Die zwei Seiten. Gut. So, jetzt 1923 hat man das so gemacht. Die Maschine ist dann noch eine Zeit lang gelaufen und irgendwann hat man sie dann wieder abgedreht, ne? Die Maschine ist dann zeitlang gelaufen. Wie gesagt, der entscheidende Test war der am 12. August 1923. Und 1924 wurde die Maschine demontiert und nach Augsburg gebracht. Da hat man sie bei den Messerschmitt-Werken eingelagert und sie ist seitdem verschollen. Aha. Mhm. Schade eigentlich, ne? Ja, gut, es wurde aber dann entsprechend auch viel noch, was diese Flugscheiben betrifft, diese Nachfolgegeschichten, ja sehr viel entwickelt in Deutschland, beziehungsweise sehr viel gebaut. Ja genau, auf das wollte ich als nächster kommen, nämlich es gibt also sehr viele Gerüchte, dass die Deutschen mit völlig alternativen Antrieben und auch Energiequellen experimentiert hätten. Und ja. Du sagst jetzt auch in deinem Buch, dass
die Basistechnologie quasi mit dieser Jenseitsmaschine geliefert wurde. Und die hat man dann ausgebaut bzw. modifiziert. Das ist richtig. Ja. Was aber oft, es gibt ja einige Publikationen gerade zu den Punkten, was aber oft zu wenig da durchkommt, ist, dass diese sogenannten Aldebaraner auch mitgeholfen haben. Also sie haben bestimmte Projekte mitgeleitet. Ja. Sie haben auch einerseits in Deutschland bestimmte Dinge vorangetrieben, andererseits aber auch Kontakt aufgenommen mit den Amerikanern und mit denen auch entsprechende Abkommen getroffen. Das ist das berühmte Teile- und Herrsche-Prinzip, das dann später zum Philadelphia-Experiment geführt hat. Ja, Locke schreibt da Haunebu-Fragezeichen im Chat. Ich nehme an, du sprichst jetzt diese Haunebu-Schiffe an, aber die hieß auch, auch, wobei man sagen muss, Haunebu-Schiffe, muss man ein bisschen aufpassen, wurden nicht unbedingt von diesen Gräfen gemacht, es geht ja mehr um die Frillscheiben. Aha. Die Haunebu-Geschichte ist parallel dazu gelaufen. Ja. Ja, ich meine, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass also die, wir haben uns übrigens beide heute vorgenommen, dass wir möglichst uns ans Hochdeutsche halten. Ja. Damit unsere, deine norddeutschen Landsmänner uns auch verstehen. Mhm. Also bemühen wir uns jetzt. Und ich habe mir gerade letztens eigentlich so überlegt, also es ist schon relativ erstaunlich, wenn man jetzt zum Beispiel die Raumfahrt hernimmt, ja. Aus dem Nichts entstand eigentlich in den letzten, also von 1937, 35 an bis 45 entstand natürlich der Krieg als Vater aller Dinge, entstand eine Raketentechnologie, die wir bis heute verwenden. Richtig. Das heißt, es ist in extrem kurzer Zeit von null weg, ich meine, damals hatten die bei Weitem nicht unsere Möglichkeiten etc. und dennoch haben sie es geschafft, Raketen zwar für sehr unangenehme Dinge zu bauen, aber sie später dann in den USA hat man das dann verfeinert und ich glaube aus der V3 ist dann im Grunde die erste bemannte Rakete der Amerikaner auch hervorgegangen. Die haben ja die Deutschen dann Gott sei Dank nicht mehr ganz zur Serienreife gebracht. Und dann auf einmal Stagnation. Ne? Also ich meine jetzt auch von dem her gesehen, in deinem Buch befinden sich sehr viele Dinge, die zwar sich, wenn man noch nie sowas gehört hat, völlig wahnsinnig anhören, aber die irgendwie passen. Ja? Man darf halt nicht vergessen, wenn man meint, es ist Stagnation, muss das nicht heißen, dass es Stagnation ist. Ich meine, naja. Es ist ja so, dass Dinge sehr leicht im Verborgenen ablaufen können. Natürlich, wenn man im Kriegsfall gezwungen ist, diese Dinge zu offenbaren oder zu benutzen, dann wird sie auch jeder sehen. Wenn man aber jetzt im Frieden, im sogenannten Frieden lebt, dann heißt das nicht, dass nichts weiter geforscht wird oder dass nicht weiterentwickelt wird, ohne dass die Bevölkerung informiert wird über die Dinge, die man hat. Ja. Ja, durchaus. Also, und irgendwann im Buch kommt dann ja vor, dass im deutschen Pendant zur Area 51, Peenemünde, auch ja sich angeblich außerirdisch aufgehalten haben sollen. Ja, es gibt auch Berichte dazu von hochrangigen Militärs, die dann berichtet haben, sie hätten dort jemanden gesehen, groß, mit einem einteiligen Anzug, von dem man auch sagte, sie wären also nicht von hier. Und die, da gibt es übrigens drei gleichlautende Beispiele dafür, die gesagt haben, die hatten vor den Augen schwebende Ringe, also Ringe, die praktisch vor den Augen geschwebt sind und immer, wo die auch hingeschaut haben, mitgegangen sind. Also Personen, die nicht von diesem Planeten stammten. Mhm. Okay, das heißt also in Deutschland, Jenseitsflugmaschinen bedingen eine weitere Entwicklung, aber diese okkulte Gruppe, die am Anfang eigentlich eine Einheit gebildet hat und aus der aber dann später, die sich dann irgendwann zur Thule formiert, glaube ich. Wenn ich das richtig. Thule-Gesellschaft ist eine, ist parallel gelaufen zur Frill-Gesellschaft. Mhm. Irgendwann entwickelt sich dann aber aus der Thule die NSDAP. Aus einem Zweig der Thule-Gesellschaft hat sich dann die NSDAP entwickelt, das ist ja richtig. Und es, generell spaltet sich diese ursprüngliche Gruppe dann so irgendwie in zwei Teile, kann man sagen. Ja, genau. Genau. Ja, und der politische Zweig gewinnt natürlich an Macht und wir wissen, was dann passiert ist. Ja. Aber was ich schon sehr spannend finde, sind eigentlich diese okkulten Wurzeln und auch
fast der Versuch, diesen Okkultismus in die Politik oder die Konzepte daraus in die Politik zu übertragen. Das ist passiert und das ist ja, ja, es ist schauderlich und faszinierend. Ja, das ist eigentlich paradox, muss man schon sagen. Ja. Mhm. Auf der einen Seite gibt es eben da Gruppierungen, die sehr viel Unheil anrichten, auf der anderen Seite aber sich fast als religiöse Orden benehmen. Ja. Also es ist sehr schwierig zu verstehen. Ja. Und du hast vorher jetzt schon angedeutet, diese Gruppe, die dann zum ersten Mal Zutritt zu unserem Planeten erlangt, weil wir sie quasi unter Vorspielung falscher Tatsachen eingeladen haben, die verzweigt sich auch in die USA, nach dem Prinzip Teile und Herrsche, und dort führt ihre Anwesenheit 1943 zu dem Experiment, der eigentlich der Titel der heutigen Sendung ist, oder das Hauptthema, nämlich das sogenannte Philadelphia-Experiment. Richtig. Was ist denn jetzt da passiert? Beim Philadelphia-Experiment hat man offiziell versucht, ein Schiff für Radar unsichtbar zu machen. Aufgrund oder mit Hilfe von elektromagnetischen Feldern, starke elektromagnetische Felder, die praktisch eine Art Flasche um das Schiff hätten ziehen sollen, sodass die Strahlen, die Radarstrahlen abgelenkt worden wären. Es ist aber was schief gelaufen dabei, beziehungsweise für die Personen, die dort beteiligt wurden, ist es schief gelaufen. Eigentlich war es ja von oben her so geplant. Das Schiff verschwand nämlich plötzlich, tauchte ganz kurz in Norfolk, das war der zweite Heimathafen, der Eldridge, so hieß das Schiff, auf und war dann mehrere Stunden ganz weg, war in einem Art Hyperraum gefangen und einige der Besatzungsmitglieder sprangen über Bord, landeten 40 Jahre später bei einem Nachfolgeprojekt und sehr viele der Besatzungsmitglieder kamen entweder ums Leben oder waren seit dem Projekt also geistig schwer geschädigt. Okay, wer war an diesem Projekt jetzt beteiligt? An dem Projekt war beteiligt die US Marine und eine Testbesatzung dieses Schiffs, der USS Eldridge. Und bezieht sich deine Frage jetzt mehr auf die Hintergründe? Ja, auf die Hintermänner. Also wer, oder Hintermänner, wer waren, also ich meine, das Ganze ging also ja auf die Forschung. Die Leute, die also wissenschaftlich daran beteiligt waren, das war Einstein, eben die einheitliche Feldtheorie, die ja angeblich doch von ihm fertiggestellt wurde, Einsteins. Dann Nikola Tesla. Da will ich mal kurz, Nikola Tesla, ganz wichtig, aber Einstein, vereinheitlichte Feldtheorie bedeutet, dass also alle Kräfte quasi unter einen Hut gebracht werden. Richtig. Also Magnetismus, Gravitation etc. Mhm. Und man dann natürlich extreme Möglichkeiten hätte. Und du sagst jetzt also, dass Einstein diese Weltformel, wie sie auch genannt wird, zu Ende gebracht hat. Richtig. Was gibt's da für Indizien, außer jetzt das Philadelphia-Experiment, das irgendwie darauf schließen lassen würde? Als die ganze Sache zum ersten Mal publik wurde, also bezüglich Philadelphia, gab es einen Mann, der sich Carlos Miguel Allende nannte, später auch Carl Allen. Dieser Mann war offensichtlich direkt am Projekt beteiligt und hat damals einem Buchautor, dem Herrn Royce Jessup, mehrere Briefe geschrieben. Und darunter war auch einer, wo er auch mitteilte, dass Einstein die Feldtheorie bestätigt hat oder fertig gemacht hat oder ausgeführt hat und hat auch Namen genannt, wer das bezeugen könnte. Ja, also es ist auf alle Fälle was dahinter und es sind auch in letzter Zeit Stimmen aus der Wissenschaft gekommen, die also sagen, also sie gehen davon aus, dass er das fertig gebracht hatte. Und dieser Mann, der also diese mysteriösen Briefe geschrieben hat, den du also recht ausführlich in deinem Buch behandelst, ja, der warnt ja auch davor. Der warnt auch davor, natürlich, weil er gesehen hat, was mit den Menschen da passiert ist. Er schreibt ja auch, das Projekt an sich war ja erfolgreich, nur für die Besatzung war es tragisch. Mhm. Ja, okay. Also und beteiligt daran war unter anderem dann auch Nikola Tesla, dessen Forschungen mit magnetischen Drehfeldern etc. natürlich
kommt mir vor, eine elegantere Methode waren, diese Bedingungen zu erzeugen, unter denen man, also wenn man das so anschaut, schaut für mich so aus, wie in den 20 Jahren musste man noch diese riesen Metallplatten tatsächlich drehen, und seit Tesla waren wir dann in der Lage, Drehfelder mit Spulen zu erzeugen. Ne? Genau, genau. Es geht eigentlich letztendlich um eine Phasenverschiebung des gesamten Schiffes. Also ist so jetzt nicht so einfach zu erklären. Das heißt also, die ganze Phase wird um 90 Grad gedreht und das Schiff verschwindet dann im Hyperraum. Ich habe es im Buch auch ein bisschen genauer beschrieben. Es gibt ja mehr Dimensionen, als wir jetzt so offiziell wissen. Und in den 20er Jahren wusste man aber in Princeton in Amerika schon, dass die fünfte Dimension eine zweite Zeitdimension ist, die um die erste Zeitdimension rotiert. Also ganz interessante Geschichte. Wie gesagt, kann ich jetzt am Telefon nicht so ausführlich beschreiben, das würde länger dauern, ist aber im Buch entsprechend beschrieben. Und Al Bielek, einer der Beteiligten beim Philadelphia-Experiment, hat es sehr schön und klar dargelegt. Ja. Tesla war also daran beteiligt, Tesla stieg aber aus, ne? Tesla stieg aus, weil er vorher schon wusste, dass das für die Mannschaft eine unheilvolle Geschichte ist. Interessanterweise hat auch Tesla immer wieder behauptet, er hätte Kontakt mit Außerirdischen. Und ich gehe mal davon aus, dass er den Kontakt hatte, aber eben mit der anderen Seite, nicht mit den sogenannten Aldebaranern, sondern eben mit der uns eigentlich wohlgesonnenen Seite. Und das wird wahrscheinlich den Ausschlag gegeben haben. Kurz danach ist er ja ein bisschen mysteriös ums Leben gekommen, Nikola Tesla. Er war zwar schon sehr alt, aber trotzdem war es sehr überraschend, wie er gestorben ist und dass er gestorben ist. Ja, er ist, glaube ich, gestorben, bevor das Experiment durchgeführt wurde. Ja, und er ist, ich glaube, tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Ja, im Hotel New Yorker. Ich war sogar mal drin anscheinend im Hotel. Wunderschönes Hotel, finde ich. Wirklich toll. Und dort ist er gestorben und ja, unter naja, mysteriösen Umständen, aber wie du eben selber sagst, er war eben schon sehr alt. Und er hat also davor gewarnt und oder er die Informationen hatte er aus einer Quelle, die schwer zu verifizieren war, ne? Richtig. Er hat immer behauptet, er hätte Kontakt mit Außerirdischen, er hat es auch sehr energisch immer wieder vorgebracht, aber entweder man hat ihm nicht geglaubt oder es war halt einfach so, das Experiment musste durchgeführt werden, weil eben der entsprechende Druck von oben da war. Ja, wenn du von oben sagst, dann meinst du von ganz oben, ne? Ich meine von ganz oben, weil wie gesagt, es ja 1934 schon auch Vereinbarungen zwischen dem US-Präsidenten und diesen Außerirdischen zur Zusammenarbeit gab. Es gab damals auch einen Mann, der bereits im Weißen Haus und im Pentagon zu tun hatte, der eben nicht von hier war, der eben auch einer dieser sogenannten Aldebaraner war. Mhm. Tesla steigt aus, von Neumann steigt ein. Richtig. Auch ein sehr interessanter Mann. Und von Neumann, also ein hochinteressanter Mann, einer der besten Mathematiker, die bisher auf diesem Planeten gelebt haben. Ja, die Automatentheorie zum Beispiel habe ich auf der Uni gelernt. Die Grundlage aller Computern stammt, glaube ich, die von Neumann-Maschine zum Beispiel ist eine theoretische Maschine, auf der aber alle unsere Computer im Endeffekt dann basieren. Ja, richtig. Richtig. Und ohne ihn, also hätte zum Beispiel auch die Wasserstoffbombe nicht gebaut werden können, ohne seine Kenntnisse Computersteuerung. Was natürlich jetzt nicht unbedingt sehr positiv ist. Ich muss auch dazu sagen, was letztendlich in Philadelphia passiert ist, war auch sehr, 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 sehr schlecht eigentlich für uns alle. Ja. Gut. Kommen wir dazu jetzt. Philadelphia Experiment wird also unter von Neumann durchgeführt. Die Eldridge verschwindet. Krusty the Clown schreibt im Chat, wenn der Eldritch in Norfolk auftauchte, zur selben Zeit, in der sie nicht in Philadelphia war, dann war es nur ein Raum, und kein Zeitsprung. Die Eldritch selbst sollte ja nur unsichtbar gemacht werden. Und die Eldritch ist ja nur ganz kurz aufgetaucht in Norfolk, nur für wenige Minuten. Insgesamt war das Schiff aber 3 Stunden weg. Das ist also so gewesen, nach den Informationen, die man hat, dass die Eldridge kurz in Norfolk aufgetaucht ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es der eigentliche Heimathafen war.
und ist dann im Hyperraum verschwunden. Ja, was spannend ist, ne? Also da irgendwie Technik und Bewusstsein vielleicht spielen da miteinander. Und das Ziel war aber, das Ding nur radarunsichtbar zu machen, das indem man Ziel, es, ja. Und auf die Technik werden wir jetzt halt leider nicht allzu sehr eingehen können, aber indem man es quasi aus unserer Raumzeit ein bisschen rausdreht, in der Phase verdreht, so um 90 Grad oder so, dann wäre es quasi für sämtliche elektromagnetische Strahlung nicht mehr reflektiv, also weder Radar noch Sicht, und es wäre aber noch da physisch. Das heißt, richtig. Das Wasser wurde noch immer verdrängt. Das heißt, die erstaunten Beobachter blickten dann auf ein Loch im Meer. Richtig, man hätte auch draufklopfen können, aber man hätte es halt nicht mehr gesehen. Ja. Und es ging aber dann weiter. Die Erde war, wie du sagst, 3 Stunden weg. Was ist da genau passiert? Die Eldritch war, wie gesagt, in diesem Hyperraum, und es kam dann zu einer Verbindung zwischen dem Philadelphia-Experiment 1943 und dem Nachfolgeexperiment 1983 in Montauk, Long Island. Und aufgrund dieser Verbindung, dieser Verbindung dieser zwei Experimente, hat man einen Raumzeitriss geschaffen über 40 Jahre hinweg, von 1943 in Philadelphia hin zu 1983 in Montauk. Und durch diesen Raumzeitriss war es einer großen Masse von Flugobjekten, von Außerirdischen möglich, hier bei uns einzudringen. Gut. Damit sind wir auch schon beim dritten Experiment, nämlich Montauk, das mit dem Philadelphia-Experiment zusammenhängt. Was ist denn jetzt da wieder passiert? Also Montauk, Szenenwechsel, liegt wo? Montauk liegt an der Spitze von Long Island, dieser Halbinsel vor New York. Und zwar ist es die äußerste Spitze, das nennt sich Montauk Point. Das ist ein ehemaliger, stillgelegter Luftwaffenstützpunkt gewesen. Wurde dann reaktiviert und dieses Experiment, das sogenannte Phoenix-Experiment, wurde dort durchgeführt. Es waren eigentlich zwei Experimente, Phoenix 1 und Phoenix 2. Und Phoenix 2 führte dann zu dieser Zeitreisegeschichte. Man hat durch Zufall eigentlich entdeckt, dass man mit Hilfe von bestimmten Gedanken Kontrollexperimenten auch die Zeit gebeugt hat und hat es dann weiterentwickelt und hat dann versucht eben, oder hat dann Zeitreisen durchgeführt. Das hört sich verrückt an für jemanden, der noch nichts davon gehört hat oder auch nicht weiß, wie das eigentlich abgelaufen ist. Aber es wurden Zeitreisen durchgeführt. Mit einer sehr spannenden Technologie, nämlich dem Montauk Chair und dort saß dann einer und man verwendete aber eine ausgedehnte Radaranlage, um diese elektromagnetische Strahlung zu generieren, die benötigt war. Allerdings auf der Rückseite dieses Radargerätes trat diese Strahlung aus, was auch sehr spannend ist. Es trat auf beiden Seiten, stärker auf der Rückseite. Am Anfang benutzte man die Vorderseite, was aber dazu führte, dass die Probanden, die Leute, die man dazu benutzte, regelrecht ausgebrannt wurden. Also die Gehirne wurden regelrecht ausgebrannt. Und als man das Ganze dann umgedreht hat, hat man gemerkt, dass dieser Nebeneffekt dann nicht mehr stattfindet und dass es sogar effizienter ist als vorher. Aha. Gut, also sagst du ausgebrannt, die Leute wurden da in einen Sessel gesetzt. Der, wie kann man sich das vorstellen, das Ding? Es wurde ein bestimmter ausgesuchter Mann, meistens waren es medial begabte Leute, meistens wurde eben dieser Duncan Cameron, auf den vielleicht wir noch kommen werden, dazu benutzt, der sich in den Stuhl gesetzt hat und eben Gedanken eingespeist hat. Diese Gedanken wurden umgewandelt in einen gewissen Frequenzbereich und durch den Verstärker und durch diese große Antenne praktisch wieder auf andere Leute projiziert wurden. Und interessanterweise hat man dann festgestellt, dass der Gedanke, den er also gehabt hat, sich auf die anderen Leute übertragen hat. Aha. Ja. Also, und die Leute, die in diesem Stuhl saßen,
Mussten die irgendwie medial begabt sein? Oder muss nicht medial begabt sein, aber man hat festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn es so ist. Also die haben bessere Ergebnisse erzielt, wenn Leute, die medial begabt waren, das gemacht haben. Ja, aber dieser Stuhl hat aber trotzdem noch was Besonderes gehabt, denn manche vermuteten, dass er nicht terrestrischen Ursprungs richtig, ist. Richtig. Warum? Was war da noch so besonders an dem Ding? Ich meine, was hat der Stuhl dazu beigetragen? Der ganze Aufbau mit den Spulen, also war offiziell also ein nicht irdisches Produkt. Möglicherweise, was heißt möglicherweise, ich gehe mal davon aus, dass es diese Seite eben war, die diesen Kontrakt auch vorher schon geschlossen haben mit Amerika und die auch in Deutschland eingegriffen hatten, weil das Ganze ja eine abgekartete Sache war. Das heißt, man brauchte auch das zweite Projekt, man brauchte Philadelphia, um diesen großen 40-jährigen Raumzeitriss zu schaffen. Das war das eigentliche Ziel. Und man hat halt immer wieder ein bisschen Hilfeleistung gegeben, damit das Ziel auch durchgeführt werden kann. Jetzt nochmal zurück zu Zeitreisen. Du hast also gesagt, dass in Montauk tatsächlich Zeitreisen durchgeführt wurden, aber man bediente sich da ja des Biorhythmus der Erde, der also alle 20 Jahre, glaube ich, sein Maximum erreicht. Genau. Was war dann eigentlich 1963? 1963 war keine Besonderheit in dem Sinn. Es ist halt ein gewisser Ankerpunkt. Also dass Kennedy erschossen wurde. Ja gut, das war nicht am 12. August. Okay, ja. Aber es gibt so Ankerpunkte alle 20 Jahre, wenn bestimmte Dinge durchgeführt werden, die ausschlaggebend oder die Ankerpunkte sein sollen, dann müsste man einen entsprechenden Punkt nehmen. Ja, das war jetzt am 12. August 1923 die Jenseitsflugmaschine, das war am 12. August 1943 das Philadelphia-Experiment, am 12. August 1983 das Montauk-Projekt und von der anderen Seite eigentlich gesteuert am 12. August 2003 ein Ultimatum an diese negativen Außerirdischen hier den Planeten zu verlassen, was sie auch getan haben. Okay, aber jetzt warte mal. Wir sind noch immer beim Montauk-Projekt und den Zeitreisen. Wie konnte man denn jetzt an einem beliebigen Punkt der Zeit reisen? Ich meine, konnte man jetzt nur quasi immer an diese anderen Punkte reisen? Also an die anderen Punkte waren Ankerpunkte, die man dazu benutzte, in jede Zeit zu reisen, in die man reisen wollte. Und Zeit und Raum, auch wichtig. Also es ist nicht nur so gewesen, dass die jetzt im Montauk gesagt haben, so, wir möchten jetzt ins Jahr 1917 in Montauk reisen, sondern sie konnten sagen, wir wollen jetzt ins Jahr 1917 nach Paris oder meinetwegen auch auf dem Mars, weil es wurde sogar auf dem Mars einiges gemacht. Ja, ja, sehr spannend. Sie haben also Zeit-Tore und Dimensionstore oder keine Ahnung, Zeit- und Raumtore öffnen können, durch die sogar, sagst du, LKWs durchfahren konnten. Richtig. Meine, was mir dazu einfällt, ist Richard Hoagland, der das sicher Begriff ist, ja, und der immer wieder auch mit für die meisten zu wahnwitzigen für Aufsehen sorgt, hat vor Jahren schon diese Fotos veröffentlicht vom Mars, wo er also behauptet, dass das alte verrostete Panzer sind, die da herumstehen. Und tatsächlich, also ich meine, man kann sich natürlich alles reindenken in so einen Stein, aber diese Steine sahen aus wie alte Panzer aus den 40er Jahren. Ja, und du sagst jetzt also, dass man tatsächlich Zeit-/Raumreisen unternommen hat und die gingen auch auf den Mars? Die gingen auch auf den Mars, weil das war sogar eine sehr wichtige Geschichte. Die Außerirdischen mussten, wie gesagt, erst einmal unseren freien Willen benutzen, damit sie hier rein können. Aber es gab noch ein zweites Hindernis. Das zweite Hindernis war eine sehr, sehr alte, ja, wie sagt man am besten, eine Sonnensystem-Schutzanlage, ein Schutzschild, das noch immer aktiviert war. Und die Steuerung dieses Schutzschildes ist auf dem Mars, in der Sidonia-Region. Und das musste man zuerst auch ausschalten oder den Steuermechanismus entsprechend bearbeiten. Und das wurde also Sidonia auch im Montauk, als man Leute dorthin geschickt hat, um das auszuschalten. Sidonia, nur damit, also das ist also diese Region am Mars, auf dem sich die fünfseitige Pyramide und auch das Gesicht unter Anführungszeichen jetzt, also was immer es ist, es scheint ein nicht natürliches Objekt zu sein. Und dort, sagst du, befindet sich jetzt auch eine Verteidigungsanlage, die unser ganzes Sonnensystem schützt. Richtig, eine nicht nur den Mars, sondern unser ganzes Sonnensystem. Warum steht die gerade am Mars? Man muss wissen, dass der Mars früher
nicht dieser Wüstenplanet war, der er heute ist. Der Mars war früher auch einer von drei lebenden Planeten dieses Sonnensystems. Es gab noch einen Planeten, der aufgrund einer kriegerischen Handlung zerstört wurde. Das ist da, wo jetzt dieses Asteroidenfeld ist zwischen dem Mars und Jupiter. Und Mars war damals eigentlich der vorherrschende Planet in diesem Sonnensystem und dort wurde das Ding installiert. Okay. Was ich vielleicht noch dazu sagen mag, weil wir vorhin ja gesprochen haben bezüglich Panzer, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer diesen Abydos-Tempel in Da habe ich das Foto, auf das du jetzt ansprichst, hat mir der Herr von Reti freundlicherweise zur Verfügung gestellt, der auch ein guter Freund von dir ist, wie ich gehört habe. Und das ist online in der, wenn man auf die Ägypten-Seite, auf die Ägypten-Sendung geht, in die Past-Show-Sektion, aber ich werde es vielleicht jetzt auch von da aus verlinken. Ja. Das sind also, sag kurz, was da oben ist. Und da gibt es eben diese Hieroglyphen, wo man erkennen kann, einen Panzer, einen Kampfhubschrauber und ein Unterseeboot, auch ein Maschinengewehr. Aber wenn man sich jetzt nur mal auf diesen Hubschrauber konzentriert, das ist schon sehr interessant. Ja, der Hubschrauber, der ist wirklich, den sieht man und man denkt sofort an einen Apache-Kampf, also ich zumindest. Richtig, richtig. Und das ist also nicht was, wo man sagt, naja, vielleicht, so nein, das ist einmal definitiv, schaut so aus. Ich meine, natürlich, die Meinung ist, dass entweder Fälschung ist oder Zufall, aber klar, das ist nicht irgendwie verschwommen oder verworren, sondern es ist definitiv eine einfache Darstellung eines Apaches. Richtig. Bitte. Fahre fort. Oder? Ja? Ja, fahre fort. Ich wollte es nur kurz einwerfen. Also wie gesagt, und wenn man sich das anschaut, es wurden sicherlich da auch einige Manipulationen gemacht. Man weiß aufgrund der Hinweise der Leute, die bei Montag und bei Philadelphia beteiligt waren, dass man in Montag versucht hat, bestimmte Manipulationen in der Zeit durchzuführen. Das heißt, man hat manipuliert, also man weiß, es gibt mittlerweile mindestens drei Paralleldimensionen, die dadurch geschaffen wurden, weil bei Veränderungen in der Vergangenheit es interessanterweise dazu führt, dass also Parallelwelten entstehen. Es gibt also kein Paradoxon in dem Sinn, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zurückgehe und meinen Großvater umbringe, bevor der meinen Vater zeugt, kann ich eigentlich gar nicht da sein, sondern wenn ich das machen würde, dann spaltet sich das auf wie bei zwei Ästen eines Baumes. Das heißt, es gibt sowohl die Dimension, die Zeitdimension, in der ich lebe, und es gibt die Dimension, in der ich nicht lebe, weil ja mein Großvater nicht mehr meinen Vater zeugen konnte. Ja. Und so haben die auch versucht, die Zeit zu manipulieren, die Vergangenheit zu manipulieren, und ich gehe mir davon aus, zu Anfang noch unbewusst Parallelwelten geschaffen. Mhm. Und es wurde nach den Informationen der Beteiligten von Montag etwas verändert um die Zeit Jesu herum, vor 2000 Jahren, dann im alten Ägypten. Was wurde da verändert? Was wurde um die Zeit 2000, um die Zeit 0 verändert? Man hat auf alle Fälle versucht, bezüglich dieser ganzen Geschichte um Jesus Christus bestimmte Veränderungen hervorzurufen, um zu sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Mhm. Es gibt da die interessante Geschichte des Stuart Sverdlov, vielleicht doch dem einen oder anderen ein Begriff, der auch beteiligt war beim Montag-Projekt, der eben auch berichtet hat, er wurde zurückgeschickt mit dem Auftrag, eine Blutprobe von Jesus zu nehmen und Jesus dann zu erschießen. Das ist natürlich eine harte Geschichte. Das ist unglaublich, ja. Ich meine, es ist sowas zu hören ist, also haarsträubend irgendwo. Aber er hat dann Folgendes gesagt, er kam also dorthin und interessanterweise, er traf Jesus auch, aber dieser Jesus hat eben zu ihm gesagt, er weiß, warum er hier ist, hat ihm eine Blutprobe gegeben, woraufhin er sein ganzes Magazin verschossen hat, die Kugeln aber abgeprallt sind. Oh Gott. Also ich finde das eine hochinteressante, aber auch sehr skurrile Geschichte. Oh ja. Aber wie gesagt, ich meine, ich denke mal irgendwie, wenn er ihn erschießen hätte können, dann wäre die Blutprobe wohl kaum den Aufwand wert gewesen. Ne? Ja. Irgendwie, ich meine.
Eben, man wollte eben auch schauen, was passiert. Weil wenn jetzt ich Jesus erschießen ja, würde... Das ist ja unglaublich. Ich meine, wenn man dermaßen, also angenommen, es hätte funktioniert, ja. Wenn er jetzt angenommen, es ist wirklich passiert, weil das ist so einer, das da ist, wo ich also wirklich mir denke, also ich weiß nicht so genau. Gell? Also vielleicht ist das doch eher irgendwie symbolisch gemeint oder so. Keine Ahnung. Wurscht. Wenn man das wirklich macht, dann ist es ja riesiger, wäre das ja ein riesiger Eingriff in die... Eben. Also ich meine, wenn jeden Jesus nicht gekreuzigt worden wäre... Sondern erschossen worden wäre. Ich mein. Oh Gott. Das wäre ein völlig anderes Evangelium, ne? Ja. In dem Schusswaffen vorkommen. Ja, und das wollte man eben testen. Ist natürlich eine harte Geschichte. Ja, schon, ja. Also, auf alle Fälle hat man damit auf etwas erschaffen, eine Veränderung in der Zeit. Es wurde auf alle Fälle was verändert. Gut, diese Sache scheint so nicht geklappt zu haben, aber es wurde zu dieser Zeit etwas verändert. Es gibt eine Parallelwelt seit dieser Zeit. Welche Veränderung, das kann ich nicht sagen, ich weiß es nicht, aber es wurde nur mitgeteilt, es wurde was verändert. Es wurde im alten Ägypten etwas verändert, was wiederum interessant ist bezüglich der Hieroglyphen, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Und es wurde was verändert im Zweiten Weltkrieg, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also dieser El Bilek, der dort beteiligt war, der behauptet, es wurde, es gibt eine Parallelwelt, in dem angeblich Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Das heißt, die Deutschen haben eigentlich den Krieg gewonnen und nur durch Montauk haben sie ihn dann nicht gewonnen? Ich gehe mal davon aus, dass da irgendwie von den Leuten in Montauk irgendwas gebastelt wurde, ohne dass die gewusst haben, was genau passieren wird. Wie haben sie denn den... Wie haben sie denn das dann geschafft, wenn also die Deutschen... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was die Leute von Montauk und von Philadelphia eben erzählen. Wenn du sagst, die Leute von Montauk und Philadelphia, mit wem die direkt mit diesem Projekt, oder woher beziehst du da jetzt eigentlich deine Informationen? Es gibt ja einige Leute, die sich schon geoutet haben oder die auch schon entsprechende Publikationen dazu auf den Markt geworfen haben, sage ich mal. Es gibt da, wie gesagt, diesen Al Bilek, über den wir schon kurz gesprochen haben. Es gibt den Preston Nichols, den Duncan Cameron, dann Stuart Sverdlov, von dem ich auch gerade gesprochen habe. Es gibt also dann eine Reihe von Leuten. Es gibt auch eine Reihe von Leuten, die sich da im Hintergrund halten, aber da sind, weil sie eben vorsichtig sein müssen, weil sie bedroht werden. Es gibt auch Leute, die dabei eine Rolle spielen, die zum Beispiel in Deutschland sind. Auch Jan van Helsing, wer den Namen kennt, hat damit zu tun. Ja, das hat mich auch sehr erstaunt. Das war mir auch neu. Dass er so Jan van Helsing war auch derjenige, der die ersten Montag-Bücher auch nach Deutschland gebracht hat. Aha. Aber mit diesen ganzen Leuten sind ja unglaublichste Dinge passiert. Also ich meine, vielleicht, wenn wir exemplarisch da herausgreifen, die Geschichte, ich glaube, von Al Bilek, der ja irgendwann zu einem Kind regressiert wurde. Und aber kannst du das vielleicht, ich glaube, das war Al Bilek, oder? Es war Al Bilek. Kannst du die Story mal erzählen? Weil die ist also, mir dreht es da erstmal die Gehirnwindungen raus. Wenn ich also Al Bilek, war eigentlich ein Cameron. Ja. Und Al Bilek war einer der Leute, die in Philadelphia auf der USS Eldridge waren. Er war einer derjenigen, die über Bord sprangen und dann praktisch 1983 im Montauk auftauchten. Nur er ging dann zurück und seine Seele wurde dann später in einen anderen Körper versetzt, und zwar in den Körper dieses Al Bilek. Es ist eine sehr kuriose Geschichte. Ja, es ist sehr kurios. Ja. Auch die Geschichten zum Beispiel von Sverdlov, der an Bord der Eldridge war als deutscher Offizier, interessanterweise. Ja. Muss man sich vorstellen, mitten im Zweiten Weltkrieg bei einem so geheimen Projekt ist an Bord eines US-Schiffes im Geheimbereich des Hafens von Philadelphia ein deutscher Offizier mit dem Namen Johannes von Gruber. Was macht er auf diesem Schiff? Ja, gute Frage. Nämlich, aber die viel größere Frage ist, und zu der sollten wir jetzt kommen, denn wir nähern uns schon langsam gegen Ende. Was war denn jetzt überhaupt der Zweck des Ganzen? Wer hat eigentlich diese ganzen Projekte initiiert? Wer, weil du vorher schon die Direktiven von oben wörtlich zu nehmen genannt hast, wer stand denn da jetzt wirklich dahinter? Ich habe ja schon vorhin erwähnt, es gibt, ich muss ein bisschen ausholen, es gibt da draußen zwei Gruppen.
eine, die uns eher positiv gegenübersteht, die uns wohlwollend gegenübersteht. Und es gibt eine andere Gruppe. Und ein Teil dieser anderen Gruppe ist auf der Suche nach einer neuen Heimat, weil deren Heimat stirbt. Es ist nämlich so, dass diese sogenannten Aldebaraner nicht von Aldebaran stammten, sondern das nur benutzt haben als Tarnung, sondern vom Planetensystem Markab im Pegasus-System. Pegasus-System, nicht Pegasus-Galaxis. Pegasus-System. Pegasus ist ja ein Sternbild. Ja, aber es gibt eine Galaxie, glaube ich, auch, die so heißt. Aber egal. Ja. Es ist das Sternbild Pegasus. Und wie gesagt, es ist mehr eine imperiale Geschichte. Die Makkabianer gehören einer imperialen Allianz an. Und denen gegenüber steht eine Konföderation, eine eher friedliche, freiheitliche Organisation. Das ist jetzt der Grund, warum die nicht einfach so kriegerisch diesen Planeten übernehmen können, weil sie dann nämlich Probleme mit eben dieser anderen Organisation bekommen würden. Dieser Planet steht sozusagen jetzt vor einer Entscheidung, wie wir uns entscheiden, ob wir mehr oder weniger frei sein wollen oder nicht. Diese Makkabianer haben eben aufgrund dieser List versucht, durch den freien Willen einer kleinen Geheimgesellschaft hier einmal Fuß zu fassen, um dann ein größeres Projekt anzuzetteln, um mit großen Mengen von Schiffen hier reinzukommen und gleichzeitig diese Anlage auf dem Mars ausgeschaltet zu haben. Es ist nur so, dass sie in ihrem Zeitplan ziemlich weit hinterher waren und die andere Seite aber dann auch gesagt hat, die übrigens auch aufgrund eines anderen Vorfalls hierher kamen, dass die gesagt haben, die Menschheit wurde jetzt so lange von diesen Leuten manipuliert, wir wollen sehen, wie sich die Menschen verhalten, wenn sie nicht mehr von denen manipuliert werden, und haben dieser makkabianischen Seite ein Ultimatum gestellt zum 12. August 2003, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Ja. Und um dann zu sehen, wenn die nicht mehr hier sind und uns nicht mehr manipulieren, was wir da machen, beziehungsweise was auch die Geheimgesellschaften, die im Hintergrund agieren, die im Hintergrund eigentlich diesen Planeten lenken, tun, wenn sie nicht mehr von diesen Leuten geführt werden. Und seit dem 12. August 2003 versuchen zu führen, sind führungslos wiederum. Und es hat sich seitdem auch einiges getan. Nur heißt das nicht, wir sind irgendwie gerettet, sondern es heißt nur, dass wir jetzt beobachtet werden, wie wir uns verhalten. Es liegt jetzt an den Menschen, wie sie sich verhalten, wie die Sache weitergeht. Denn die anderen sind nicht weg, sondern sie warten jetzt außerhalb des Sonnensystems und schauen, was passiert jetzt hier auf der Erde. Sehr spannend auch. Also beide Seiten, sagst du, hätten uns auch in der Zeit manipuliert. Also die Makkabianer in die eine und die Andromedanianer wollten das in die andere Richtung. Die Andromedaner, die andere Seite. Oder die Galaktische Föderation, wie du sie auch nennst. Richtig. Oder wie den Begriff, der sagt mir jetzt mehr als die Andromedarianer. Ja. Andromedaner sind eigentlich Andromedaner. Mehr die, sagen wir so, die Führungskraft dieser galaktischen Konföderation. Ah, okay. Gut, aber die sind dann 10.000 Jahre in die Zeit zurück, also 10.000 vor Christus, also genau vor 12.000 Jahren, und haben dort dann inkarniert, und zwar als ganz normale Menschen. Das ist eine der spannendsten Sachen. Ja, die haben letztendlich gesehen, was hier passiert, und aufgrund eines anderen, ich möchte mal sagen, magischen Experiments, das stattgefunden hat, 1947, das sogenannte Babylon Working, wurde auch ein Raumzeittor, ein kleines Raumzeittor gerissen für die Andromedaner, die hierher kommen und auch eben ihre Leute hier abgesetzt haben, aber zurückgegangen sind ungefähr vor 10.000 Jahren und die Leute hier inkarniert haben, so als Art Schläfer, möchte man mal sagen, ne? Als Schläfer, die also über diese 10.000 Jahre hinweg jetzt warten auf ihren, in Anführungszeichen, großen Einsatz in der Zeit, in der wir jetzt leben. Und Aleister Crowley zum Beispiel war ja von dem Babylon Working völlig entsetzt, denn der war eigentlich auf der anderen Seite. Der wurde quasi auserwählt von, ich meine, da muss man jetzt wirklich dein Buch lesen, weil das Richtig. Können wir in dieser kurzen Zeit nicht genau darstellen. Das ist nämlich eine sehr komplexe Geschichte, die also auch biblische Ereignisse mit einbezieht und die gefallenen Engel etc. und und so weiter, aber Crowley war also von der anderen Seite und war also sehr entsetzt über das Babylon Working. Dadurch
kann man jetzt quasi die andere Seite dann auch in unsere Realität? Richtig, es wurde auch für die andere Seite, für die uns wohlgesonnene Seite, ein Tor geöffnet. Die kamen jetzt auch hierher und haben hier ihre Leute quasi als Schläfer unter uns, um mitzuhelfen, sagen wir, so diese Menschheit in eine gewisse Richtung zu bringen oder den Planeten in die richtige Richtung zu bringen. Aber wie gesagt, letztendlich liegt es an den Menschen selbst, ob sie das wollen oder nicht. Ja. Was aber sehr interessant ist, diese Schläfer, wie du sie nennst, ganz interessanter Begriff, die haben also inkarniert und mit dem Ziel, zwischen 1965 und 1975 wieder zu inkarnieren. Oder wie, was war jetzt genau das? Also die Hauptinkarnationszeiten sind in den 60er und 70er Jahren. Aha. Ja. Also wenn man jetzt also in den 60er oder 70er Jahren geboren ist, dann hat man und diese Sendung hört, dann hat man gute Chance, ein reinkarnierter Androidaner. Ein Regenbogenkämpfer zu sein. Ein Regenbogen. okay. Naja. So, jetzt sind also diese beiden Seiten da und 2003 sagst du wiederum, hat sich da jetzt wieder irgendwas getan? 2003 war erstens einmal, warum am 12. August 2003? Hat das jetzt wieder irgendwas mit einer Öffnung zu tun gehabt, damit die wieder weg können? Oder, nein? Genau, also es war, also die konnten ja nur raus hier, so wie das Ultimatum es vorgeschrieben hat, zum Höhepunkt dieses 20-jährigen Erdbiorhythmus. Warum? Warum? Die können ja auch einfach wegfliegen oder die können sie wieder abholen oder so. Gut, es ist ja eine multidimensionale Geschichte. Das heißt, die können jetzt nicht unbedingt sofort mit allem hier weg, sondern die mussten praktisch wieder einen entsprechenden Ankerpunkt benutzen. Aha, okay, weil es auch zeitmäßig, sie haben quasi alles geräumt, oder wie? Richtig. Die Aha. Auflage war, den Planeten, oder alles auf dem Planeten, unter dem Planeten und auf dem Mond, was zu denen gehört, muss hier verschwinden. Bis zum 12. August 2003. Aha. Interessanterweise, ich habe diese Informationen... Also auch der König der Welt, den du auch erwähnst in deinem Buch, der angeblich im Himalaya wohnen soll und... Also alle. Auch dieser Verbündete, sage ich mal, ja. Dieser ehemalige Andromedaner, der im Himalaya sitzt und sich als der König der Welt bezeichnet. Ich weiß nicht, ob er noch hier ist oder ob er auch weg ist. Aha. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er noch hier wäre. Aha, interessant. Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest nein, aber das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er noch hier ist oder nicht. Ja. Das ist eines. Also ich gehe mal davon aus, dass er noch hier ist, weil sie haben ja noch nicht aufgegeben. Ja. Es kommt jetzt auf die Menschheit an. Und wie gesagt, jetzt waren die draußen und es ist ja interessant, ich habe die Information mit dem 12. August 2003 schon vorher auch im Forum des Regentreffs eben entsprechend verbreitet und wir haben damals auch einen Countdown gehabt zum 12. August 2003 und kaum ist der 12. August 2003 eingetreten, einen Tag später ging es los mit den Stromausfällen in Amerika. Stromausfälle in Amerika, dann in London, dann in Rom. Und man hat dann festgestellt, dass die Ursache für den großen Stromausfall, der auch New York betroffen hat, in Long Island liegt, in der Nähe von Montauk. Ah. Also es ist schon hochinteressant, diese Geschichte. Interessant. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Woher hast du die Information, dass das... Das ist damals eigentlich in den Medien zu lesen gewesen. Mhm. Wirklich wahr? Ah ja, das stimmt aber. Es war irgendwas mit New York, das kann ich mich erinnern. Ja. Aha. So, jetzt also am 12. August 2003 sind sie also alle, haben sie eingepackt und sind abgehauen. Sie haben, sagen wir mal so, die Sonnensystem verlassen, warten jetzt am Rande des Sonnensystems auf das, was hier passiert. Es ist auch eine andere Geschichte noch sehr interessant. Im November 2003, ich glaube Oktober oder November 2003, haben Astronomen plötzlich einen neuen Planeten entdeckt, außerhalb von Pluto, haben aber gesagt, irgendwas ist da komisch, das kann nicht natürlich sein, das dreht sich zu langsam. Also es kommen dann immer wieder andere Meldungen über diesen neuen Planeten, der da draußen ist, ein sehr kleiner Planet. Ich gehe davon aus, dass das kein Planet ist, es ist ein Mutterschiff, das eben da draußen jetzt wartet. Ja, ich meine, es gibt dann, ja gut, was weiß man, ja, also ich meine, vor 10 Jahren
hätte ich gesagt, nein, du spinnst, aber inzwischen, von denen hätte ich auch, ich hätte ein Buch zwar fertig gelesen, aber unter lautem Lachen. Ja. Aber ich hätte es fertig gelesen, weil es doch sehr spannend ist, finde ich, geschrieben und so. Aber ja, also inzwischen ist mir das Lachen ein bisschen im Hals stecken geblieben, wenn auch natürlich, naja, man muss da, glaube ich, offen bleiben. Aber solche Dinge, wie du jetzt gerade beschrieben hast, die zum Beispiel letztens hatte ich auch in den News vom Saturn plötzlich, ich glaube, es war Saturn, ein riesiges Ding, hell erleuchtet, ja, taucht plötzlich auf. Oder, ich meine, im Kleineren jetzt, Jaime Massan war vor ein paar Wochen bei mir zu Gast, den du sicher kennst, den mexikanischen UFO-Forscher, der da gerade diese Space-Shuttle-Geschichte, also Atlantis, zurückkam. Atlantis war es, glaube ich. Und erstens einmal kurz davor dieses sonderbare Objekt vor der Meer, dann das Objekt von Atlantis gesichtet, dann können sie einen Tag lang nicht landen und werden von dem Ding quasi verfolgt, dann kippt da noch die Astronautin um, einer von dem Team, wie sie dann und so weiter. Also ich meine, es ist unbestritten, dass da völlig, dass da einfach Dinge passieren, die nicht erklärt sind. Punkt. Und die Möglichkeit, dass er sich bei diesen Dingen ganz einfach um Visitationen handelt, ist für mich nicht nur wahrscheinlich, sondern ich weiß nicht. Also mir kommt vor, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, also mir ging es darum, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, mal aufzuzeigen, wo die Wurzeln liegen, worum es eigentlich geht. Naja, da muss man jetzt aber schon sagen, also worum deiner Meinung nach die Wurzeln liegen. Ja? Oder weil mein Gott, ich habe schon so viele wirklich gute Szenarios und Erklärungen gelesen. Ja. Selten eins allerdings, das wirklich so umfassend ist wie deins. Das muss ich auch sagen. Danke. Also es ist, du packst da alles rein. Mein Verleger hat gesagt, also er wollte das Buch eigentlich etwas günstiger rausbringen als Paperback-Ausgabe. Ich habe gesagt, ich möchte es unbedingt gebunden haben, weil ich möchte, dass die Leute das in 10 Jahren auch noch lesen können. Und dann sagen können, Mensch, der hatte ja recht. Du hast dir viel vorgenommen. Aber wir sind mal ganz fertig. Also wir sind jetzt also quasi auf uns allein gestellt und sollen da jetzt irgendwie schauen, auf was warten die jetzt da? Wir sind nicht auf uns allein gestellt, ja. Es gibt ja noch diese Schläfer, die jetzt dann mithelfen. Ja. Okay. Aber es geht letztendlich darum, dass die Leute wirklich langsam aufwachen. Die meisten Menschen, also die ich jetzt so in meinem Alltag sehe, die meisten Menschen tun eigentlich nichts dafür, dass sich hier wirklich etwas verändert, sondern sie nehmen alles als gegeben hin, sie lassen sich alles gefallen. Und wenn sich die Menschen da ein bisschen ändern würden, wenn die Menschen ein bisschen mehr mithelfen würden, um die Welt zu verbessern, um etwas zu verändern, um zu protestieren, wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Wenn in Amerika ein Präsident nicht gewählt wird, zum Beispiel, wir haben einen Präsidenten in Amerika, der zumindest bei seiner ersten Amtszeit nicht gewählt wurde, dann müsste es eigentlich einen lauteren Aufschrei geben. Na ja, gut. Wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende der Sendung und was mich jetzt mal interessieren würde ist, kam auch im Chat irgendwie vor, diese Frage, wie schaut es denn mit dir aus? Ich meine, du sprichst da jetzt von Außerirdischen und in die Involvierung dieser Gruppen und riesiger Machtstrukturen, als wäre es klar. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich hatte schon meine eigenen UFO-Begegnungen. Aha. Ich hatte meine eigenen UFO-Begegnungen, ich hatte immer wieder Begegnungen mit Leuten, die mir Informationen gegeben haben und wenn ich dann merke, dass die Information richtig ist, wenn ich jetzt 5 Informationen bekomme und die ersten 3 oder 4 Informationen sind richtig, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass die 5. auch stimmt und es war bisher immer so und es gibt auch Leute, die mich schon länger kennen, beim Regentreff zum Beispiel, die gesagt haben, es ist schon komisch, was der manchmal erzählt, aber er hatte die letzten 10 Jahre immer recht. Das heißt, du kriegst deine Informationen, wenn du jetzt sagst, Leute getroffen. Sind das irgendwelche Geheimdienstleute? Oder? Es sind Personen zum Teil aus dem Geheimdienst. Wir haben also mit Südafrika einige interessante Kontakte. Es sind Personen, die auch als Autoren tätig sind, die auch weitere Kontakte haben. Es gibt aber auch, wie gesagt, Leute, die nicht genannt werden wollen, Leute, die mehr oder weniger unter uns leben, aber Informationen haben, die unglaublich sind.
Und es gibt eben auch Informationen, die der einfach vor sich hin lebende Materialist nicht nachvollziehen könnte. Informationen über Quellen aus dem Geistigen, aus Vorleben, Dinge, die einfach auf einen zukommen. Ja. Was genau hattest du für UFO-Begegnungen? Welcher Art waren die? Es war einmal eine Schutzbegegnung. Ich hatte mal einen Fall, in dem jemand mir nichts Gutes wollte und dann plötzlich dieses Objekt auftauchte. Das war früh morgens um 3 und dann ich fuhr dann heim. Das war also eine Strecke von ungefähr 30 Kilometer. Das Objekt folgte mir, war ungefähr 30 Meter von mir weg, folgte meinem Fahrzeug und stand dann drehend über unserem Haus. Damals war ich etwas verunsichert, um es ein bisschen vorsichtig auszudrücken, was das nun sein könnte, welche Seite denn das jetzt ist. Wann ist das passiert? Das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her. Mhm. Und letztendlich wusste ich aber dann, dass das eigentlich ein Schutz war. Mhm. Hattest du jetzt auch schon direkten, bewussten Kontakt? Also, ich meine, hast du einen getroffen von denen? Oder? Ich habe keinen direkt von denen getroffen, die jetzt da ausgestiegen wären. Mhm. Aber es gibt, wie gesagt, einige Leute, die immer wieder in mein Leben gekommen sind, die scheinbar einen Kontakt hatten. Ja. Und mir auch immer, es ist eine sehr seltsame Geschichte, dass ich immer wieder mit den Informationen gefüttert werde, kann man sagen, die gerade wichtig sind. Ja. Ja. Was glaubst du, wir kommen jetzt zum Schlusswort eigentlich schon, was passiert jetzt die nächsten 10 Jahre? Die stehen da draußen in ihren großen, prächtigen Mutterschiffen. Ich würde gerne mal eins von den Dingen sehen. Also, wenn es die wirklich gibt, ich würde wirklich gerne mal eins sehen. Aber vielleicht sollte man sagen, be careful what you wish for, wer weiß. Mhm. Also was passiert da jetzt in den nächsten 10 Jahren? Wie gesagt, es liegt jetzt an der Menschheit. Und ich glaube nicht, dass es jetzt 10 Jahre da ist. Es ist ja interessant, dass die Montauk-Leute gesagt haben, bei den Zeitreisen ist aufgefallen, dass es eine Art Wand gab, und zwar am 12. August 2013. So ein Nebenmaximum dieses Erdrhythmus quasi. Richtig, und hinter dieser Wand konnte man keine Realität, keine feste Realität mehr feststellen. Das heißt, irgendetwas scheint dort zu passieren oder zu diesem Zeitpunkt zu passieren, das in diese Richtung deutet, wie es viele Leute auch aus dem spirituellen Bereich öfters sagen, also von wegen Dimensionssprung, Erhöhung der Frequenz. Also du ja, klar, das ist dutzendfach in dieser Sendung behandelt worden, übrigens auch Michael Klickmann, der in der nächsten Sendung zu Gast sein wird, spricht darüber. Und er spricht auch, sprach 2004 davon, dass in den nächsten 5 Jahren, also bis jetzt 2009, Kontakt entstehen wird. Aber, also du sagst das auch. Also, dass jetzt heute habe ich einen Newsartikel vorgelesen, wo auch jemand aus Mexiko, das glaubt, dass jetzt gerade so ein Fenster ist bis Anfang 2007, wo so ein Kontakt passieren könnte. Hältst du das für möglich? Ich halte für möglich, natürlich, aber jetzt. Gehen wir davon aus, wenn der Kontakt passiert, dann kann er ja zurzeit eben nur mit der positiven Seite passieren, da ja die andere Seite aufgrund des Ultimatums nicht mehr da ist. Wenn naja, die Menschen, oder hält sie sich nicht ans Ultimatum. Bitte? Vielleicht hält sich die einfach nicht ans Ultimatum. Das werden die tun, sonst gibt es einen intergalaktischen Krieg. Naja. Krieg okay. Der Sterne, ja. Okay, ja. Klingt alles noch, ja. Was vielleicht auch wichtig ist, wenn man sich das anschaut, die Schumann-Frequenz, die steigt ja auch ständig. Mhm. Also die Frequenz der Erde, die Eigenfrequenz. Das ist schon eine interessante Geschichte. Es ist auch interessant, dass also viele sagen, ja, der Maya-Kalender endet ja am 22. Dezember 2012, hat das auch damit zu tun. Es ist auch ganz interessant zu wissen, dass dieser Zyklus des Maya-Kalenders eigentlich einen bestimmten Anfang hatte und das Ende eigentlich ganz logisch ist oder das Ende auch einen bestimmten, so wie es aussieht, eine bestimmte Aktion mehr oder weniger beschreibt. Mhm. Denn der Maya-Kalender, der begann mit der Geburt der Venus. Das wissen die wenigsten Leute. Oder der Zyklus des Maya-Kalenders. Und die Geburt der Venus heißt,
dieser Planet Venus war vorher nicht da. Also alle alten Kulturen beschreiben, dass der Planet vorher nicht da war. Mhm. Und wenn der Zyklus dann endet, schließe ich nicht aus, dass das bedeutet, dass der Planet dann wieder hier abgezogen wird. Also quasi der Tod der Venus. Okay, der Morgenstern geht wieder heim. Genau, was natürlich auch wieder gewisse Unregelmäßigkeit, was die Planeten in sich betrifft, ja, bringen könnte. Okay, aber im Wesentlichen liegt es an uns. Und wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt, wie die ganze Geschichte da weitergeht. Ja. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich für das Interview. Ja. Und vielleicht darf ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, am 13. Jänner beim ersten Dreh für Grenzwissen in Graz, Lassnitzhöhe, beim Gasthof Höchschmidt. Ich würde mich freuen, wenn viele Interessierte kommen würden. Wann geht es los dann? Das geht los um 19 Uhr. Es gibt auch ein Infotelefon der Organisatorin. Vielleicht kann ich die Nummer kurz durchsagen. Ja, sag sie doch. Das ist die 0680 122 0980. 0680 122 0980. Okay. Gut. Also vielleicht sehen wir zwei ja uns dann nächstes Jahr im Jänner oder vielleicht triffst du einige der Hörer, die das heute gehört haben, falls sich dann jemand interessiert. Und jedenfalls danke, dass wir das heute gemacht haben, war sehr spannend. Also wen es interessiert, das Buch heißt Verschlusssache Philadelphia Experiment. Ist verlinkt von der Seite hier. Also okay, beim Kopfverlag erschienen. Ja. Okay, danke und ich hoffe, wir machen da in Zukunft wieder mal was. Also könnte man durchaus vorstellen, da mal ein Update zu machen. Habe ich nichts dagegen. Okay. Und schönen Abend nach München, glaube ich, bist du. Gut, danke. Gut. Ja, das war Oliver Gerschitz. Autor eines sehr spannenden Buches an und für sich. Ich meine natürlich außergewöhnlich, aber spannend. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 8. Dezember 2006. Und meine große Freude ist bei mir zu Gast wieder einmal Michael Glickman aus Der Weise Mann aus Horton, Wiltshire. Und er sagte ja im letzten Interview, das ich mit ihm 2004 gemacht habe in Wiltshire, da sagte er, dass es also, dass er damit rechnet, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre, also bis 2009, tatsächlich Kontakt stattfindet. Ja, wir werden es alle oder die meisten erleben. Und ja, bin schon sehr gespannt, freue mich auf die nächste Sendung, wie gesagt, mit Michael Glickman am 8.12.2006. Danke fürs Zuhören und macht es gut.